Jungle Grass Seed. Na dann, was haben wir hier? Moonglow. Kenne ich nicht. Jetzt kommt erstmal wieder der Wurm. Kriegst erstmal aufs Maul. So, was ist das da? Das könnte. Ah! Ich werde beschossen. Ah, nein! Nein! Das, genau das wusste ich, dass das passieren wird. Das sind Hornissen. Und die machen richtig Schaden. Ich bin tot. Ich bin ziemlich tot. Und ich habe 3 Goldcoins verloren. Ich werde da jetzt auch nicht wieder hin zurücklaufen, wie ich das schon angekündigt hatte. Das ist ziemlich dämliche Idee. Die würden mich wahrscheinlich sowieso direkt wieder umlatzen. Ego, lassen wir das einfach mal und freuen uns lieber über die andere Ausbeute an Rohstoffen, die wir hatten. So wie über zum Beispiel die Cloud. Cloud in a Bottle. Kann man ja immer gebrauchen. Und außerdem habe ich nur wieder haufenweise Eisen mitnehmen können. Bisschen Kupfer, bisschen Silber. Alles auf jeden Fall schön und praktisch. Und Kisten. Ich habe haufenweise Kisten gefunden. Green Candy Cane Wall. Ernsthaft? Ist Candy Cane ein Baumaterial? Moment, da muss ich gerade erstmal hinten. Ist ein Stern. Gib mir diesen Stern. Hässlicher Zombie. Kannst ihn nicht vor mir beschützen. Ist da hinten noch ein Stern? Nein. Das war nur normales Licht. Das heißt, ich kann jetzt diesen Candy Cane dazu benutzen, um daraus was zu bauen, ja? Ich kann jetzt quasi einen Candy Cane Tower bauen. Das ist natürlich nochmal eine Ecke cooler als mein komischer Steinturm. Die Frage ist, wo packe ich den hin? Und eine andere Frage ist, wie kriege ich das da links überhaupt dazu, dass es ein Haus sein darf? Weil es sagt mir immer noch irgendwie, dass das kein ordentliches Haus ist. This housing is not suitable, warum auch immer. Also der obere Teil. Es geht mir ja eigentlich nur um den oberen Teil. Ich kann ja einfach mal, ich baue mal hier unten auch noch einen Tisch und einen Stuhl hin, so. Das ist ja überhaupt die Idee, vielleicht passt es dann ja. Jetzt habe ich irgendwie gerade voll verhauen, dass ich hier auch noch... Komm, machen wir das so, Dschungelgras brauche ich gerade eh nicht. Packe ich mal auf die Etage hier noch so ein... Nee, das sieht hässlich aus, da in der Ecke. Ich wollte das einen weiter hier haben. So. Und dann bauen wir hier unten mal noch einen Stuhl und einen Tisch hin. Vielleicht hilft es ja irgendwas. Ich möchte jetzt gerne, dass das hier als Haus zählt eigentlich. So und so. Ist das jetzt ein Haus? Ja, ist das genehm jetzt? Nein, nicht suitable. Das ist suitable. Okay. Hm. Das heißt doch im Prinzip, ich kann jetzt zum Beispiel dem Guide sagen, hier, du wohnst jetzt da. Okay, das geht. Dem Merchant kann ich sagen, du wohnst da. Wunderschön, jetzt habe ich mein Haus wieder für mich. Mein ursprüngliches Haus mit der Mine. Das Problem ist nur, dass der Merchant nicht zu seinem Haus hinkommt, zu seinem neuen. Aber das ist ja egal erstmal. Außerdem wohnt jetzt irgendwie der Guide in dem schönsten Haus der Stadt, beziehungsweise in dem Turm. Das ist natürlich auch blöd eigentlich, aber gut, was will man machen? This house is already occupied. Na dann. Was haben wir hier? Table. Warum ist das hier not suitable? Verstehe ich nicht. Muss ich da vielleicht auch eine Tür einbauen oder so? Machen wir doch einfach mal so. Hüpf. Ach, jetzt habe ich meine Workbench hier weggetan. So, und dann baue ich da oben mal noch eine Tür ein. Mal gucken, ob es dann suitable wird. So. Ist das jetzt hier genehm als Haus, ja? Nein, not suitable. Hm. Und wenn ich da jetzt zum Beispiel noch hier einen Zugang mache, so zum Beispiel, ist doch hübsch. Sieht sogar fast gut aus. Braucht man noch ein paar neue Wooden Platforms. Kann man sowieso immer gebrauchen. So, zack. Ist das jetzt suitable? Warum ist das nicht suitable? Was ist mit diesem Haus? Wo ist das Problem bei dem Haus da oben? Hm? Wo ist das Problem? Ich verstehe das nicht. Aber jetzt, ich mache hier gerade mehrstöckige Häuser. Das ist eigentlich gar nicht schlecht. Ich könnte die nachher auch noch alle irgendwie ein bisschen verbinden und so. Das wäre doch voll schön eigentlich. Und warum ist hier gerade die Tür weg? Hallo? Tür? Ich hatte dem Haus eine Tür gegeben, oder? Ich bin mir relativ sicher, dass ich diesem Haus eine Tür gegeben hatte. Wo ist also die Tür hin? Kevin, hä? Was hast du mit der Tür gemacht? Du bist ein dämlicher Guide, bist du.
Occupied, not suitable, missing a table and a chair. Missing table, chair, occupied. Verstehe ich das noch nicht so ganz aus mit dem da hinten? Suitable. Missing a chair. Suitable, aber der Händler steht da noch drin. Na gut, dann von mir aus sollen sie machen, was sie wollen. Ist mir jetzt auch egal. So, ich habe hier, wie viele Sterne habe ich? 8, schade, das ist ein bisschen zu wenig. Mit mehr Sternen hätte ich ein bisschen noch was anfangen können. Egal, erstmal kann ich da oben auch noch ein paar neue, hier noch ein paar von meinen Kisten verstauen. So, ich habe ja jetzt inzwischen noch goldene Kisten. Hier ist das schön. Goldene Kisten. Ach, das eine sind Bricks, das andere nicht. Na gut. So, dann haben wir noch ein paar Pilze, ein paar Amethysten. Ich weiß, ich habe eigentlich in der anderen Kiste meine Amethysten auch drin, aber das ist mir jetzt gerade egal. Ich habe haufenweise Heiltränke jetzt. Och, das ist doch verdammt gut. So, erstmal alles hier reinbauen. Die Kenny-Dinger baue ich auch erstmal hier mit rein, so. Da können wir vielleicht irgendwann tatsächlich mal noch so einen komischen Turm draus bauen oder sowas. So. Das war doch tatsächlich ein sehr erfolgreicher Tag bisher. Dann könnte man eigentlich hier oben auch noch mal, wollte ich auch noch ein neues Stockwerk drauf bauen, um das hier auch ein bisschen zu erweitern, weil im Moment guckt das da noch so komisch raus. Allerdings wollte ich auch, und das wird jetzt erstmal wieder der nächste Teil meiner Quest hier, beziehungsweise meines LPs sein. Ich wollte einen Haken haben. Moment. Kyla the Nurse has arrived. Oh, ein neuer NPC. Das ist aber schön. Es gibt also jetzt eine Krankenschwester in meinem kleinen Dörfchen. Snizzleville hat jetzt Kyla, die Krankenschwester, angelockt. Die hat wahrscheinlich jetzt wieder mein Haus in Beschlag genommen. Ganz toll. Ach ja. Eigentlich hätte ich lieber irgendwie sowas gehabt wie... Ich weiß nicht, es gibt auch einen Gun-Verkäufer und so Sachen. Sowas wäre mir irgendwie lieber gewesen. Aber gut, man kann nicht alles haben. Machen wir erstmal hier weiter. Beziehungsweise lieber, am liebsten wäre mir eigentlich gewesen ein, wie heißen diese Typen? Dämonolist oder so. Keine Ahnung, die Leute, die Bomben bauen. Denn ich brauche Bomben. Beziehungsweise ich brauche nicht Bomben, ich brauche Dynamit. Demnächst eigentlich mal. Das wäre total gut. Aber da ist mir noch keiner über den Weg gelaufen bisher. Das heißt, über den Weg gelaufen. Er soll in meine Stadt einziehen. Das war eigentlich der Plan. Ich weiß leider gerade nicht genau, was ich dafür machen muss. Ich glaube eigentlich, dass ich nur Sprengstoff besitzen muss. Und dann kommt irgendwie der irgendwann mal angeeiert. Aber bisher hat das ja nicht so funktioniert. Was auch daran liegen könnte, dass meine ganzen Häuser irgendwie nicht als Häuser anerkannt werden. Was auch nicht schön ist. Ich gebe mir so Mühe damit. Die werden sogar hier symmetrisch und so. Aber nö. Not suitable. Ihr mich auch. Pff. Frechheit sowas. Egal, gucken wir mal, dass wir jetzt vielleicht hier einen Haken kriegen. Und mit Haken gibt es dann vielleicht auch einen Enterhaken. Was ja eigentlich der Plan ist. Guck mal, da ist sogar direkt einer mit einem, so einem komischen Mining-Helmet. Komm, gib mir einen Mining-Helmet und einen Haken. Nein, tut er nicht. Er gibt mir Bomben. Naja, immerhin. Bomben sind ja grundsätzlich auch nicht schlecht. Warum läuft der vor mir weg? Hallo? Hallo, Skelett? Lauf nicht vor mir weg. Was ist hier los? Ich möchte gerne, dass du mir einen Hook droppst. Wenn es geht. Von mir aus auch 2 oder 3 oder mehr. Hab ich kein Problem mit. Da ist noch eins. Komm. Stirb und drop. Nein. Schade. Vielleicht komme ich jetzt hier auch ein bisschen weiter, wo ich meine Cloud in dem Bottle habe und höher und weiter springen kann. Habe ich vielleicht die Möglichkeit, hier noch ein bisschen mehr zu erkunden. So, hier irgendwas Neues? Nein. Och Leute, ich möchte doch nur einen Hook haben eigentlich. Ich weiß gar nicht mehr, wie weit wir letztes Mal hier unten waren. Die letzte Session ist schon so lange her. Ich glaube, wir waren ziemlich auf Lava-Ebene, wenn ich mich richtig erinnere. Wir hatten auf jeden Fall schon Lava gefunden. Was ja grundsätzlich nicht schlecht ist.
Weiß gar nicht, ob ich Obsidian. Nee, ich glaube, ich konnte Obsidian mit meiner goldenen Spitzhacke nicht abbauen, ne? Ich hatte es, meine ich, versucht und es ging nicht. Oder ich hätte es gar nicht erst versucht, weil ich gewusst habe, dass es nicht ging. Es kann auch sein. Was haben wir denn da? Amethysten. Cool, her damit. Da unten ist schon wieder ein Skelett. Eigentlich müsste ich jetzt nur die ganze Zeit Skelette verprügeln. Das wäre jetzt tatsächlich das Ziel, aber das wäre auch ein bisschen langweilig, deswegen mache ich das nicht. Was ist da unten? War ich da? Sieht aus, als wäre da Lava. Na toll. Das hat mich ein Schleim geblendet, oder wie auch immer man das nennen möchte. Ach ja, und wir hatten diesen komischen Pilzwald gefunden, ne? Huch. So, hüpf. Ah, da ist tatsächlich Lava. Na gut. Da war schon wieder ein Schleim. Na toll. Da vorne ist ein Miner. Ein Undead-Miner. Ein Skelett-Miner. Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, dass ich nicht zu tief falle. Nein! Er ist in die Lava gefallen. Shit. Aber hier ist Lava. Jetzt muss ich sowieso aufpassen, weil wenn ich hier in die Lava falle, wäre das echt ungünstig. Dann würde mein Geld nämlich auch direkt verbrennen. Das wäre dann nicht einfach nur weg und ich kann es wiederholen, sondern es wäre ganz weg und ich kriege das nie wieder. Das wollen wir ja nicht. Also ich möchte das zumindest nicht. Was ist da oben? Nichts. Wenn ich hier nach rechts gehe, dann gibt es da wieder Amethysten. Toll. Warum gibt es überall nur Amethysten? Also ja, Amethysten, warum nicht? Aber oh, Water Walking Potion. Das Problem ist, mit Water Walking Potion kann ich nicht auf Lava laufen. Warum eigentlich nicht? Warum geht das nicht? Wenn ich schon sowas Alchemistisches bauen kann, warum kann ich da nicht auch gleich machen, dass ich das statt nur auf... Oh, was haben wir denn da? Ein Skelett in den Tiefen. So, ich mach dir da mal auf. Komm raus, hallo. Na, bleib halt da oben, töte ich dich halt da oben. Oder auch nicht. Dann lasse ich mich lieber von dir hier unten töten. Auch nicht schlecht. Hier gibt es Eisen, habe ich gesehen und gehört und überhaupt. Das möchte ich gerne alles haben. Gibt es mir. Gebt mir das Eisen. Und unter mir ist schon wieder ein Skelett, das gerne verprügelt werden möchte. Da habe ich... Nee, jetzt läuft's. Warum laufen die plötzlich irgendwie manchmal einfach vor mir weg? Vor allem, warum springen sie in die Lava? Du hattest einen Hook dabei, oder? Nur deswegen bist du in die Lava gesprungen. Hässliches Mistskelett, du. Hüpf. Da unten geht es... da unten ist eine Höhle. Direkt unter der Lava. Funktioniert... Kann ich eine Bombe dahin werfen? Wahrscheinlich nicht. Oder? Doch, das funktioniert. Awesome. Wenn ich das jetzt richtig treffen würde, da... So vielleicht... Kann ich da ein Loch reinsprengen, sodass die Lava abfließt. Wer weiß wie weit, aber schlecht wäre es ja nicht. Zack, da haben wir es hingekriegt. Ha, getroffen. Wenn ich das vielleicht nochmal ein bisschen besser treffe. Zack, dann fließt das Ganze ein bisschen schneller ab. Wer weiß, wie groß die Höhle darunter ist. Vielleicht lohnt sich das ja. Ich weiß es nicht. Schauen wir einfach mal. Bisher sieht das ja so aus, als würde das ziemlich weit abfließen. Vielleicht habe ich jetzt natürlich auch irgendeine Truhe oder so quasi. Ich habe auf jeden Fall schon mal da ein bisschen Gold unzugänglich gemacht. Das ist ja super. Nein, nein. Nicht die Fledermaus. Okay, aber da rechts ist noch eine Höhle. Mit einem Schleim drin. Dann mache ich mal das und dann kann ich da nicht... Nein, schade. Wenn ich das mal so mache... Na komm, ich brauche hier... Genau. So. Wenn ich das mal noch... Dann fließt da auch noch das letzte bisschen ab. Dann kann ich mich hier so seitlich reingraben. Zumindest ist das der Plan jetzt. Kann ich mich da seitlich rein und dann da runtergraben. Und dann komme ich in diese kleine Höhle da unten rein. Ich weiß zwar noch nicht, was da drin ist, aber vielleicht lohnt es sich ja. Ich höre auch gerade die ganze Zeit irgendwo Skelette abkratzen. Das ist auch schön. Das sind bestimmt alles Skelette, die irgendwelche Hooks dabei haben oder so und mir die nicht gönnen. Das Schöne ist, ich grabe mich nicht
versehentlich in irgendwelche Lava rein, weil das würde ich sehen. Denn die Höhlen sind ja ein bisschen erleuchtet, wenn Lava drin ist, wie zum Beispiel da unten rechts. Ich nehme einfach mal an, da ist Lava drin, denn sonst wäre das nicht so erleuchtet. Na gut, es könnte auch irgendwas anderes drin sein, was das Ganze erleuchtet, aber für gewöhnlich ist es Lava. Da unten liegt auch haufenweise Geld und sowas rum, das heißt, ja, da ist auch ein kleiner Lava-Pool. Da sind schon haufenweise Viecher drin gestorben, wie man hier sieht, ganz viele Geld-Coins. So, jetzt eine... Muss ich wieder ein bisschen aufpassen, weil hier überall Lava ist. Ein blaues Present. Stirb. Schleim. Geht doch. So. Das scheint wieder eine etwas... Nee, doch nicht. Ich wollte gerade sagen, eine etwas größere Höhle zu sein, aber sie ist nicht verbunden. Man sieht nur beides. Wegen der Lava. Zack. So. Nächste Höhle. Oh, jetzt wird's gefährlich. Die Würmer hier sind zwar nicht größer, aber sie sind natürlich fieser, denn da wo Lava ist und man dann von einem Wurm rumgeschubst wird, das ist richtig fies. Das kann sehr, sehr schnell sehr böse enden. Ich erinnere mich da an ein anderes Video, nee, es war gar kein Video, an einen anderen Charakter, mit dem ich das gemacht habe. Deswegen, das war jetzt zwar kein Wurm, aber es war richtig fies. Diese verdammten Scheiß-Fledermäuse. Wow. So, bevor hier noch was schief geht, einmal bitte den Life-Crystal und... So. Eieiei. Da schubst einen nämlich dieses kleine, dumme Mistviech. Normalerweise könnte es einem überhaupt nichts mehr tun auf diesem Ausrüstungsstand. Und dann schubst es einen in die Lava rein und man kratzt jämmerlich ab. Kannst du ziemlich nichts dagegen tun. Und da oben ist Eisen und da unter mir ist Gold. Wow, da ist aber ganz schön viel Eisen hier. Eieiei, das ist ja cool. Her mit dem ganzen Eisen. Klopf, 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 klopf. Das sieht übrigens sehr lustig aus, wenn ich nachher das Video render und die Tonspur da habe. Dann sieht man von dem Terraria-Sound immer die ganzen Klopf. Geräusche. Das war vor allem in den ersten Folgen extrem lustig, wo ich sehr viel Holz gefällt habe. Also sehr viele Bäume gefällt. Ich habe Holz gefällt. Holz gefällt ist natürlich auch wunderschön. Da waren dann die ganzen Ausschläge in der Frequenz, also die ganzen Tonaufnahmen, Ausschläge, das waren alles dieses Klopfen auf das Holz. Und da hatte ich einen sehr rhythmischen Frequenzgang da in meiner Soundaufnahme drin. Das hat mich schon ein bisschen gefreut. Sah sehr lustig aus. Falls es irgendwen interessiert, ne, die Soundaufnahmen hier als Frequenz und so, was auch immer. Ich muss ja irgendwas zu erzählen haben, während ich hier nur irgendwelche Rohstoffe abbaue. Und nicht so spannende Sachen tue, wie fast in meinen Tod stürzen. Naja. Na, was haben wir denn hier so Schönes? Hier geht's überall weiter. Das sind doch endlich mal hier ordentliche Höhlen. Da macht das richtig Spaß, ein bisschen zu erforschen. Das würde ich, glaube ich, gerne da oben. Das sieht fast aus, als wäre es... Gold. Es ist Gold. Awesome. Aber eine Fledermaus möchte mich gerne daran... Oh, es ist noch mehr Gold. Oh. Cool. Her damit. Alles meins. Meins, 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 meins. Ja, Gold. Haufenweise Gold. Jetzt muss ich hier nur ein bisschen aufpassen. Sonst kann das ganz schnell in sehr, sehr, sehr unschönen Schmerzen enden. Die ich mir nicht unbedingt wünsche. Wenn dann noch so eine blöde Fledermaus hier ankommt und mich dabei nervt, wie ich meine Sachen abbaue, geht das hier, wenn ich... Geht nicht. Schade. Okay, wenn ich das hier so hinbaue, dann kann ich das doch da abbauen. Und ja, es funktioniert sehr gut. So war das nämlich geplant. Jetzt habe ich hier wieder irgendwelche komischen Geschenke. So, alles mal ein bisschen sortieren. Jetzt, wie viele Fledermäuse sind hier eigentlich? Komm, verzieht euch. Kriege ich noch mehr Presents. Schön, aber... Komme ich da? Nee, hier komme ich so nicht hoch. Aber ich komme auf die Seite hoch und hier komme ich dann hoch. Das hat doch gut funktioniert hier. Was ist das denn? Eisen. Eisen, Eisen, Eisen. Ich glaube, dieser Gang in den Untergrund wird auch wieder sehr, sehr lohnenswert. Selbst wenn ich am Ende irgendwo in der Lava lande,
habe ich zumindest sehr viele Ressourcen mitgenommen. Und ich glaube, sehr viel Gold habe ich sowieso nicht, ergo. Also Geld, Gold. Sprich, wahnsinnig viel verliere ich dadurch auch nicht. Und jetzt habe ich ein Problem, jetzt kommt nämlich von unten schon wieder die Fledermaus und ich stand auf so einem kleinen Vorsprung an der Lava. Wollte aber eigentlich schon gerne nach da rechts. Ich muss das nur ordentlich anstellen, um dabei von einer Fledermaus angegriffen zu werden. So, wenn ich das jetzt ordentlich mache. Wenn ich das ordentlich mache, dann kann ich... Ja, das funktioniert doch sehr gut. Da ist die Gefahr gebannt. Da habe ich die Lava einfach eingebaut. Ah, Skelette! Skelette! Ganz viele Skelette. Geht drauf. Gut, dass ich die Lava eingebaut habe. Und nicht nur so drüber gesprungen bin. Das hätte fies enden können. Eieiei. Da kommt schon wieder eine hässliche Fledermaus. Was haben wir denn da? Das sieht nach Erz aus. Um genau zu sein, nach Eisenerz. Zack, immer mit. Immer her damit.